Weiter geht's bei Two Point Campus. Wir haben letztes Mal diesen Campus hier gemacht, und zwar diesen Koch-Campus, zumindest ein Jahr davon. Und jetzt geht es weiter, da habe ich jetzt nämlich einen Stern erreicht in dieser Schule. Also die habe ich mal auf 3 gebracht, dann haben wir die auf 1. Und jetzt geht es hier mal weiter in der historischen Universität. Und da müssen wir einen, ich weiß gar nicht, also Zauberlehrgänge gibt es auch. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es hier schon Zauberei gibt. Also hier sieht man jetzt einen Zaubereistudent. Eigentlich finde ich das ganz witzig. Und wir sind jetzt in der Mitton University. Das ist quasi aus einem alten Schlossgrundstück. So, willkommen bei dem Campus. Ich guck mal ganz kurz, wie... Oh, Robotik haben wir hier. Das ist ja fast so wie Zauberei. Für manche ist Robotik auch Zauberei. Komm. Hallo, ich bin Sophie Nova, die Gründerin von Bungle Technologies. Achso, da geht es jetzt darum, dass wir Robotik-Technologie-Studium verwalten und benutzen. Okay, warte. Hier, mach doch den fertig, du. Upgraden wollen wir den nicht. Wir wollen den nur anklicken, ne? Klick ihn an. Studieren im nächsten Jahr. Änderung gelten ab dem nächsten Studienjahr. Achso, ja, man kann hier noch ändern, manche Sachen. Aber der ist ja schon drin. Da kann ich nichts mehr machen. Wir hätten aber noch viel zur Verfügung. Aber warum gibt es denn so viele Studiengänge? WTF? Der Wahnsinn einfach. Okay, bestätigt. Machen wir zu. Können wir nicht bestätigen. Ist sowieso schon an. Okay. Studiengänge verwalten. Wir brauchen jetzt einen Robotik fertig. Eine Roboterfertigung, einen Vorlesesaal und einen Robotikdozent. Und ich sehe gerade, wenn man jetzt hier ist, dann sieht man, wie groß diese Grundstücke eigentlich sind. Also die sind immens, ne? Also wenn man hier ganz kurz guckt, da kann man ja so hart übertreiben. Ich glaube, das hier muss bleiben, ne? Oder? Ne, die kann man auch platt machen. So wie das aussieht. Das ist ja mal richtig geil. Also es kann sein, dass man die Gebäude bekommt und dass die dann offen sind. Aber muss jetzt nicht sein. Das könnte man theoretisch kaufen. Wir machen jetzt erstmal hier einiges rein. Obwohl das Mittelteil, ne? Warum, Spiel? Ich möchte dieses Mittelteil nicht haben. Können wir das wegmachen? Ich glaube nicht, ne, weil das einfach tiefer ist. Und wenn wir jetzt hier neue Parzellen nehmen. Hier. Dann geht halt nur hier, aber nicht da. Doch, da geht auch. Oh, es geht. Es kostet aber 53.000. Das lassen wir mal. Okay, wir fangen an mit den normalen Sachen. Okay, wir brauchen zuallererst eine Roboterfertigung. Das wäre quasi das spezielle Teil, das spezielle Gebäude, was wir in diesem Campus halt brauchen. Das mache ich jetzt erstmal so groß, wie es sein muss. Das Problem ist nämlich, wenn man zu hart übertreibt, die ganzen Dinge am Anfang, hat man kein Geld mehr. Und da müssen wir unbedingt gegenlenken. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn wir dann nachher, keine Ahnung, super kleine Gebäude oder Räume haben, aber erstmal Geld. Das wäre schon mal wichtig, ne? Warum ist das eine ungültige Position? Weil draußen schon Fenster ist, oder was? Anscheinend. Und dann können wir noch hergehen und ein bisschen die Hygiene hochballern mit einem Mülleimer und einem Spender. Was haben wir denn noch? Kriegen wir auf Stufe 4 zufälligerweise, weil wir haben... Alter, ist das groß. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Stufe 4 bekommen. Nee. Leider nicht in diesem Raum. Vielleicht mit mehreren kleinen Sachen kostenlose Downgrades. Dann vielleicht noch hier so eine Robotikkonsole. Und wenn wir jetzt noch eine Blume hier reinbauen. Von den reinbauen ist gut. Haben wir Stufe 4 und wir können Play machen. So, wir haben Stufe 2 Campus. Jetzt brauchen wir noch einen Vorlesesaal und einen Robotikdozent. Und wir haben 10 Punkte schon bekommen, ne? Oh, 10 Studienpunkte. Das heißt, wir können direkt auf... Ne, können wir nicht. Schade eigentlich. Okay, weiter geht's. Wir machen einen Vorlesesaal direkt daneben. Wie gesagt, wir gucken, dass wir relativ kompakte Räume am Anfang bekommen. Das hier habe ich gesehen, das kann man nachher wohl auch noch upgraden. Bin ich sehr gespannt drauf. Für die Leute, die reinkommen. Ich muss aber dazu sagen, ich meine, eine gewisse Krankheit hat uns ja gezeigt, dass man das ein oder andere machen muss, um sich besser vor Viren zu schützen, ohne das beim Namen zu nennen. Aber manche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich gar nicht so schlecht, ne? So, Abstand an der Kasse und so, fand ich schon cool.
So, warte mal, da ist schon ein Fenster vorhanden. Wenn wir jetzt Play drücken, ist dieser Raum fertig auf Stufe 4. Geil. Nächster Punkt. Wir brauchen jetzt noch einen Robotikdozenten. Wir machen aber noch nicht Play. Vielleicht erreichen wir noch Stufe 3, bevor das Jahr beginnt. Vielleicht kriegen wir dann so viele Punkte, dass wir schon Stufe 2 machen können. Das heißt, wir hätten automatisch mehr Studenten, was natürlich super krass wäre. So, wo wir gerade bei den Studenten sind. Das war nix, du. Ich brech nochmal ab. Und baue nochmal hin. Wir bauen einen Schlafsaal für die Studenten. Ruhig ein bisschen größer. Und wir fangen an mit den ersten Betten. Ich glaube, pro Bett 5 Studenten. Ich weiß, es klingt doof, aber das Spiel hat es irgendwie so festgelegt. Dann auf jeden Fall noch diesen wunderschönen Schrank. Ich glaube, wir haben auch andere Spinte jetzt bekommen, ne? Dann nehmen wir lieber die. Warum habe ich denn immer eins vorne und eins hinten? Was ist das denn jetzt? Ja, sehr gut. Der ist auch hinten. Perfekt. Hier noch eine Blume hin. Dann einmal hier ein bisschen den und einen Mülleimer. Hallo. Dann brauchen wir noch ein paar Tische zum Lernen. Oh lol. Ich sehe gerade, es fehlt echt der andere Schrank. Das ist nur so ein Dekoschrank, oder was? Cool. Dann kann der weg. Weil der ist ein Muss. Also gehe ich davon aus, dass das dann nur ein Dekoschrank ist, oder? Okay, der erste Schrank ist auch so weit hinten. Chillig. Der ist ja noch weiter hinten. Was ist denn jetzt los? Der ist jetzt so weit vorne. Der ist genau richtig. Gut, den packen wir mal ein bisschen nach vorne. Bisschen nach hinten. Als ob das jetzt... Kollision mit Kleiderschrank. Warte. Achso, ich habe den... ich habe einen neuen genommen und nicht den alten hochgehoben. Chillig. Jo. Sieht gut aus. Stufe 4 läuft bei uns. Schlafsaal aktiviert. Wir haben jetzt 2:30. Okay. Laut dem Ding da unten. Ihr braucht nicht auf die Uhr gucken. So spät haben wir doch noch nicht. So, Badezimmer, Duschraum. Wir brauchen ein Badezimmer direkt daneben. 1, 2, 3, 4. Andere Seite noch ein paar Waschbecken. 1, 2, 3. Mülleimer, ein paar Trockner. Wir sind auf Stufe 3, perfekt. So, damit die Leute nicht stinken, gibt es noch einen Duschraum. So klein reicht. 3 Duschen am Start, gehen eh nicht so viele Duschen. Die sollen ja mehr lernen als Duschen, ne? Kennt ihr ja, oder? Ihr kennt bestimmt Studenten, oder? Passt das? Nein, Spaß, alles gut. So, Mülleimer und der Trockner noch und go. So, wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Dolly Pumps. Sehr gut. Der kommt hier hin. Campus Stufe 3 ausgezeichnet. Wir bekommen 10 Punkte dazu. Oh, direkt auf Stufe 2. Merkt euch das. Richtig geiles Ding. Bestätigen. So, starte ein Studienjahr. Noch nicht, noch nicht. Wir packen hier vorne ein paar Automaten hin. Weil die haben bestimmt noch Hunger und Durst, die Leute. Und das muss reichen. Dann gibt es hier Tische, um Kontakte zu knüpfen. So. Und wir haben Fenster, das ist gut. Ja, ein Mülleimer wäre noch cool. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Haus, ne, zwei, mindestens zwei Hausmeister. Ah. Und noch ein Hausmeister. Hör. So, wir haben immer noch 240.000. Das ist echt geil, ne? Wir haben echt viel Kohle. Echt viel Kohle gerade. Wir hätten den Raum noch erweitern können, bis hier vorne. Das wäre cool gewesen. Hätte man vorne ein paar Schränke bauen können. Machen wir jetzt aber nicht. Ich meine, klar, irgendwo baut man halt immer dasselbe. Aber das Ergebnis ist halt immer was anderes.
Man sagt der, der seit 3 Jahren schon City Skyline, der seit 7 Jahren City Skyline spielt? Und seit 11 Jahren Minecraft oder so? Aber es ist immer noch geiler, als wenn man andere Spiele immer spielt. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Okay. Ein paar Regale sind gut. Dann machen wir hier noch ein paar Plätze zum Lernen hin. Hier passen 12 Leute rein. Das ist ja der Wahnsinn. So, davon 2. Dann haben wir noch so ein Archivding. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Stufe 4, 12 Leute passen hier rein. Obwohl hier gar nicht so viele sitzen können, aber immerhin. Aber wenn wir das ein bisschen näher zusammenschieben, vielleicht ja dann. Hier brauchen wir leider unseren ersten Assistenten. Falscher Knopf. Na, ja, hat nichts gebracht. Ich denke mal, auf die Länge des Raums hätte es bestimmt was gebracht. Das ist ein kleines Fenster. Wir machen einmal so. Dann gehen wir nochmal in den Bearbeitungsmodus rein, entfernen das kleine Fenster und machen da ein großes Fenster hin und haben so Stufe 5 erreicht. Ah genau, da fehlt es jetzt an einen Assistenten. So, jetzt brauchen wir noch einen Aufenthaltsraum für Studenten. Der kommt dann, glaube ich, hier vorne hin. Häufige Fragen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. So, der Aufenthaltsraum ist für 8 Personen ausgelegt. Dann haben wir das einmal, den hier. Dann machen wir ein paar Fenster vorne rein. Hat die sich auch alle beobachtet fühlen. Dann kann man direkt sehen, wie voll das Ding drin ist. Das ist nämlich gut. Und los geht's. Ne, warte mal. Kurz vor der nächsten Stufe. Oh, warte, Fehler beheben. Mülleimer haben wir schon. Eine Pflanze noch. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. So, können jetzt mal Studenten kommen? Achso, warte mal, ich muss Folge ja starten, ne? Voll geil einfach. Ich warte die ganze Zeit und keiner kommt. Wir haben jetzt 15 Minuten gebaut. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Bau folgendes Zimmer. Weiterbildungszimmer. Oh, das ist neu. Das ist schön. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Oh ja. Oh, Leute, wie die aussehen. Das sind einfach auch Roboter. Alter, wie groß soll der Raum sein? 4x4? Oh mein Gott, der ist ja riesig! Ein weiter Bildungszimmer. Ein weiter Bildungszimmer. Da erweitern wir vielleicht das Ding. Da kommt noch ein Vorlesesaal hin. Weiter Bildungszimmer können wir echt hier vorne an der Ecke machen. Keine Ahnung, wo die hinlaufen, ne? Kostet nur 35.000. 1, 2, 3, 4. Nein, ich will dieses Fenster nehmen. Achso, da sind auch schon Fenster. Ich mach einmal so, sorry. Weiterbildungszimmer am Start. Jetzt brauchen wir einen Mechaniker. Okay, warte. Zimmer bearbeiten. Wir nehmen das Fenster, packen es dahin, nehmen das Fenster, packen es dahin und können jetzt noch 2 weitere Fenster einbauen. Ausgezeichnet. Jetzt können wir hier noch eine Lampe hinstellen. Dann Ablagefächer. Einen Mülleimer. Warum kann ich denn hier so einen Kram reinbauen? Jetzt mal ganz im Ernst. Und noch so einen Spender und go. Cool, in dem Fenster sieht man ein bisschen Mauer, ne? Aber ist okay, passt schon. Stelle einen Mitarbeiter vom Typ Hausmeister ein. Bilde einen Mitarbeiter vom Typ Hausmeister im Bereich Mechanik weiter. Weiterbildung starten. Wir nehmen Emily McDaw. Mechanik. 1000. Weiterbildung starten. Krass. Das ist immer richtig geil.
Der dann auch noch. Und los geht es. Da muss aber keiner rein, der arbeitet, oder? Gewinn ist geil. Objekt platzieren, eine Liebesbank. Los geht's. Oh, da lernen die. Oha. Etwas weise. Hausmeister Quentin Flop hat Weiterbildung abgeschlossen. Ih, da ist ein Gehirn drin. Aber sieht schon geil aus. Machen wir direkt ein Foto. Wir sind in Gedanken bei euch, Leute. Fliss, zurück zu dir. Bestimmte wichtige Ausrüstungsobjekte können Upgrades erhalten. Wähle ein Objekt aus und finde das Feld Upgrade. Du benötigst ein Haus. Ah, ich verstehe. Bestimmt solche Sachen, oder? Nee. Aber das hier bestimmt. Upgrade. Achso, hab schon geklickt. Cool. Ja, das ist einfach so cool, ne? Wie einfach diese kleinen Dinger funktionieren und was man alles machen kann. Und wir machen jetzt ein Upgrade. Bin gespannt, wie das aussieht. Ich könnte wetten, da sind dann mehr Plätze am Start. Haltet euch fest, mehr Plätze. Robotik 2? Ne, irgendwie nicht. Doch, aber fast fertig. Ah ne, das ist die, wie repariert das ist, genau. Okay, bau folgendes Zimmer. Forschungslabor. Zimmer bauen. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Auch 4x4 wieder. Wir sollten auf jeden Fall noch, wo ich das gerade lese, einen Mitarbeiterraum machen. Damit die auch ein bisschen chillen können, ne? Sonst sind die nachher gestresst und das wollen wir doch nicht. So. Oder verlangen mehr Geld. Keine Ahnung, was die da machen. Kann aber nur schlecht sein. Verfüge über 2 Dozenten. Schließe folgendes Bücher-Forschungsprojekt ab. Bücherregal der Robotik. Verfüge über 2 Dozenten. Okay, 2. Dozent am Start. Wo mache ich das? Ein Forschungsobjekt? Wo kann ich das machen? Ich kann das bestimmt irgendwo anklicken, oder? Ziele verbergen, Karriereziele, Bestenlisten. Ne, die will ich gar nicht. Wir gucken, wo ich das machen kann. Monatlicher Gewinn ist gut. Keine neuen Nachrichten, ausgezeichnet. Monatlicher Gewinn, wie gesagt, ist geil. Kann ich nicht... Kopieren, Hausmeister rufen. Chillig. Forschungsobjekt, Bücherregal der Robotik. Warte, haben wir gleich. Kann ich hier was machen, du? Kann ich hier so ein Regal upgraden? Kann ich nicht. Kann ich hier ein Regal kaufen, was so aussieht? Bücherregal der virtuellen Normalität. Bücherregal der Gastronomie, Bücherregal der Forschologie, Bücherregal der Narrenwirtschaft. Hilfe! Ausgemustert. Hätte ich es mal nicht weitergeklickt. Okay, ich guck mal ganz kurz. Ah, das ergibt Sinn. Wir haben ein neues Projekt, das wir starten können. Und zwar Bücherregal der Robotik. Cool. Okay, jetzt machen die es. Ich wollte auch gerade noch einen Raum bauen. Und zwar einen wichtigen Raum, nämlich ein Personalzimmer, damit unser Personal sich auch ein bisschen entspannen kann, ne? Neue WCs sollten wir auch mal einbauen. Bücherregal der Robotik, Objekt platzieren. Machen wir gleich. Erstmal diesen Geilo-Raum hier zu Ende bauen. 1, 2. Noch ein Mülleimer. Dann hier so ein Spender. Stufe 5 reicht erstmal. Ab geht's. So, wir können. Stufe 6 Robotik-Studierende. Schließe 2 Forschungsprojekte ab. Baue einen Roboter. Okay. Ich glaube, den bauen die gerade sowieso, ne? Oha! Das ist mal richtig geil. Rednerpult 2. Objekt-Upgrade. Das ist mal richtig schön. Das heißt, ich kann diesen Raum upgraden.
Campus Stufe 12. Das ist echt schon viel für einen Stern, ne? Also ich habe ja auch letztes Mal das erste Studienjahr gemacht, gezeigt, aber das eigentlich ja fertig habe ich dann im Livestream gemacht. Aber macht doch Bock, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall schön. So, da kommen jetzt einige rein. Da wird geforscht. Wir haben hier den einen Raum, den wir haben. Hier vorne wollte ich noch ein paar Toiletten machen, glaube ich. Gerade hier in der Ecke passt noch sehr gut eine Toilette hin. Eins, zwei, drei, vier. Ein Fenster. Oh, geht nicht. Warum nicht? Kleines? Nee. Schade. Oh Mann, das wäre toll gewesen. Und noch ein Mülleimer. So, was ich gerne noch haben möchte, ist ein Hausmeister, weil unser Haus relativ groß ist. Oh ne, der ist mir ein bisschen zu teuer. Der kann zwar viel, aber mehr soll der gar nicht können. Frederik Furcht? Das war ein Assistent, oder? Glaube ja. Oh! Aerodynamik, Instandhaltung, Mechanik. Heißt, wir können richtig krasse Typen bauen, ne? Und den hier machen wir auch nochmal zu. Aerodynamik. So, Rednerpult gleich fertig. Stufe 6, Robotikstudierende. Haben wir 3 von 10. Oh lol, einige unserer Studenten wird es zu kalt. Baue Heizkörper ein, damit Leute es... Oh Mann. Ich fand das so cool, dass man hier keine Heizkörper braucht in dem Spiel. Habe ich letztes Mal noch gesagt. Weil man bei Two Point Hospital halt überall Heizkörper hinstellen muss. Und dann dachte ich so, ah, da muss man hier nicht mal. Finde ich viel besser. Ist aber auf jeden Fall schön warm jetzt, ne? Ganz kuschelig. So, ich hoffe, das ist gleich fertig abgeschlossen. Dann können wir diesen Raum hier upgraden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da ist das Rednerpult 2. So, warte. Robotik. Roboterprojekt 3. Los geht's. Start. Das dauert aber lange, ne? Kann ich das jetzt upgraden? Ne, ich kann das upgraden. Jo. Vor Light Bühnenpräsenz. Rednerpult aktiviert. Monatlicher Gewinn läuft bei uns. Erzeugt 500 Forschungspunkte. Machen wir. Annehmen. Neongitarre. Objekt platzieren. Wo soll das denn hin? Irgendwo? Anscheinend. Eine Lieblingstrompete. Wo kommen die denn hin? Hier einfach? Sieht gut aus. So. Wir haben nur noch Heizkörper. Jetzt müssen wir echt noch Heizkörper bauen. Oh Mann, das ist so gemein. Da sind sie. Ich dachte, wir wären davon befreit. Achso, wir sind hier. Ja, wir brauchen noch nicht überall, oder? Wenn so ein Gang mal kalt ist, ist es okay. Wird doch gar nicht warm jetzt. Ist nur ein Deko-Heizkörper, ne? Oh, zu gut. Ich bin Tarkin Foxbridge. Ich bin hier. Zügle deine Begeisterung. Bringen wir es einfach schnell hinter uns, okay? Achso, der guckt uns die... Der checkt jetzt unsere Akademie ab. Guck mal, denen ist kalt hier drin. Oh ja, steht ja, oder? Oh lol, so breit ist der? So, dieser Raum ist jetzt warm. Und der Heizkörper steht in der Mitte. Können wir den näher am Rand stellen? Ja, es geht sogar. Top, Alter. Oh, man kann es auch... Ne, kann man nicht. Und doch, ein bisschen darunter stehen geht. Ich sollte aber mal so Miniräume vielleicht vorbereiten, dass man die quasi abspeichert. Das wäre schon geil, muss man sagen.
Wir bearbeiten diesen Raum mit einem Heizkörper. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. So, Rednerpult Stufe 2 ist upgraded worden. Achso, plus 25% Lernvermögen und verbesserte Instandhaltung. Okay. Können wir das hier noch upgraden? Wahrscheinlich noch nicht, ne? So, ein Heizkörper, noch ein Heizkörper. Zack. Aber krass, wie man jetzt jeden Raum mit einer Heizung ausstatten muss. So, schließe 2 Forschungsobjekte ab. Baue einen Roboter, 100%. Bibliothek benötigt einen Assistenten. Ist der gerade am Chillen? Ich hole mal einen zum... einen günstigen. Das ist gar keine Bibliothek. Und der Raum ist zu voll, ne? Da müssen wir bald einen größeren bauen. So, der geht auf Toilette. Ja, ist gleich um, Leute. Dann haben wir ein Jahr durchgeballert, aber das Spiel wird immer komplexer. Das ist ja super geil. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Auszeichnungen ansehen. Prüfungsnotendurchschnitt 79%. Keine Abbrecher. Aufstrebender Mitarbeiter. Belohnung. Nice. Forschungsbeitrag. Und Bestandenrate 100%. Gewinn war geil, wir haben 223.000. Der Level ist ja irgendwie gefühlt einfacher, ne? Obwohl, oder eigentlich sind die auch alle einfach. So, Campus-Anforderung ist erhöht worden. Werden wir jetzt aber nicht mehr jetzt machen, sondern der Part ist lang genug. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst eine Bewertung da und ansonsten bis zum nächsten Part. Tschüss!